Heute mal ein schnelles, einfaches Design für den Herbst. Also, wenn du neu auf diesem Kanal bist, Sternchen liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und dann würde ich sagen, let's do this. Genau, der Herbst ist da, deswegen gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Herbstmotive. Und was ihr für das heutige Motiv braucht, sage ich euch jetzt. Als Untergrundfarbe habe ich hier die Farbe Fall genommen. Da seid ihr natürlich frei, was ihr gerne nehmen möchtet. Als kleines Highlight habe ich hier das Studio Gel Mirror Chrome genommen. Dann das Ganze mit dem Matt Topcoat versiegelt. Und mit der Diva, das ist ein sehr gut deckendes Weiß, noch ein kleines Blümchen bzw. eine Ranke aufgemalt. Diese Ranke habe ich dann auch noch versiegelt mit dem Extreme Shine Topcoat. Und das war es im Grunde auch schon. Ihr braucht natürlich auch noch Pinsel dafür. Hier habe ich im einen den Ombre-Pinsel genommen, um das Mirror Chrome ein bisschen zu verteilen, auf dem Nagel ein bisschen wild zu verteilen. Und den Liner 1 habe ich genommen, um die Ranke zu malen mit der Diva. Genau. Wenn du aber noch mehr lernen möchtest, als du hier in diesen Tutorials kriegst oder vielleicht sogar lieber eine Präsenzschulung haben möchtest, dann schau mal in der The Gel Bottle Academy vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da kriegst du Präsenzschulungen zu jedem Thema. Also schau da gerne mal vorbei. Und ja, wie sagen, fangen wir mal mit dem Motiv an. Als allererstes trage ich die Farbe Fall auf. Bei The Gel Bottle seid ihr natürlich frei für die Untergrundfarbe. Da könnt ihr euch aus ungefähr 500 Farben die passende aussuchen. Also schaut einfach mal auf der Internetseite vorbei. Wie ich schon mal Nägel lackiert habe oder wie man das am besten macht, habe ich euch ja schon mal in einem Video gezeigt. Schaut einfach mal da vorbei. Nachdem ich das Ganze für 60 Sekunden in der LED-UV-Lampe von The Gel Bottle ausgehärtet habe, schnappe ich mir den Ombre-Pinsel und damit trage ich dann die Farbe Mirror Chrome auf. Bevor ich das mache, fächere ich den Pinsel nochmal ein bisschen auf, damit der Look gleich ein bisschen besser rüberkommt und die Farbe ein bisschen sich besser verteilt. Und dann trage ich das Ganze auch schon auf. Erstmal einen Klecks und aus diesem Klecks ziehe ich dann die Farbe heraus. Bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, kommt das dann für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe. Um den Kontrast zwischen Motiv und Nagel noch ein bisschen zu verstärken, trage ich jetzt hier den Matt Topcoat auf. Das ist ein Topcoat ohne Schwitzschicht, das heißt, ihr braucht es nicht mehr abcleanern. Nach dem Aushärten schnappe ich mir die Farbe Daisy, das ist ein sehr gut deckendes Weiß und damit zeichne ich mir dann meine Ranke. Als Pinsel benutze ich hier den Liner 01, das ist ein Liner-Pinsel, wie der Name schon sagt. Der ist perfekt dafür geeignet für solche Ranken und feinen langen Striche. In diesem Fall ziehe ich mir zuerst meine Linie, da wo die Blätter dann dran kommen sollen, und im zweiten mache ich dann die Blätter dran. We'll be right back.
Ein paar Pünktchen dürfen natürlich auch nicht fehlen und wenn ich dann zufrieden bin mit dem Motiv, schicke ich die Kunden bzw. in diesem Fall den Nagel für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe. Natürlich die Ranke auch noch versiegelt werden, dafür nehme ich den Extreme Shine Top Coat und ziehe mit dem Liner 01 noch einmal die Ranke nach. Und nach dem Aushärten schaut das Endergebnis so aus. In der Mitte, den mittigen Nagel, habe ich noch ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich hier den Extreme Shine nochmal genommen und auch mit dem Ombre-Pinsel ein paar Linien draufgezogen. So entsteht so ein schöner, matt glänzender Look. Das war's auch schon mit unserem kleinen, feinen Herbstmotiv. Wenn du keine Videos in dieser Art oder anderer Art, Tutorials, Messeberichte oder Interviews mit anderen Nageldesignern verpassen möchtest, dann natürlich share, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken, Kommentar da lassen und dann wie sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris.